Grüß Gott, Herr Berger. Ja, ja, Herr Schäferl. Mit Ihnen wollte ich eigentlich gar nicht reden. Warum dieses? Warum dieses? Kann ich klar sagen. Sie hat sich über mich geäußert in einer großen Gesellschaft. Weil vorige Woche haben Sie gesagt, ich bin ein dummer Mensch. Haben Sie das gesagt? Ja, aber die meisten haben Sie schon gewusst. Es war ja wirklich... Frischheit, das sagen wir, zum Glück bin ich nicht nachtragend, verstehen Sie? Außerdem haben Sie mir ja hier diesen Job als Plakatierer verschafft. Ne? Ja, nach meinem Wahlspruch kleben und kleben lassen. Eben. Na, wie sind Sie zu der Post gekommen? Während der Wahl hat man Aushilfsplakatierer gebraucht, weil die Profi-Plakatierer ja schon alle Hände voll zu tun gehabt haben. Ja, natürlich. Das ist ja das Plakat ist ja eigentlich ein Sinnbild der Wahl, nicht? Vorne tönende Parolen und hinten angeschmiert, nicht? Die ganze Welt. Ja, ja. Es hängt natürlich von den Imponderabilien ab, sag ich mal, nicht? Von was hängt das ab? Den Imponderabilien, nicht? Und Sie drücken sich auch nicht ganz ungeschwollen aus. Ja, ganz ungeschwollen aus. Selbstverständlich muss ich doch das erklären. Nicht? Ich kann trotzdem sagen, ich bin ein dummer Mensch. Ich sage Imponderabilien. Näher an Begleitumständen. Nicht? Man muss wissen, wirkt sein Plakat sich aus, wie man es will, in dem Sinne, wie man es will. Zum Beispiel echter Bienenhonig. Weiß man, wie das wirkt? Ja, muss ja nicht wirken. Muss ja nicht immer wirken. Ja, dann plakatiert man doch. Oder echter Bohnenkaffee. Weiß man, wie das wirkt? Das muss ja nicht immer wirken. Oder ein echter Österreicher. Das muss ja nicht immer wirken. Pardon. Das Wichtige ist ja zündende Aufforderungen zur Begeisterung. Und sowas findet man ja selten auf einem Plakat. Oh ja. Gängersboden. Gängersboden. Ja gut, das hängt auch wieder ab, ob man Lust hat, Wahnsinn. Zum Beispiel, ich darf vom Arzt aus nicht baden gehen. Warum? Ich meine, ich darf nur mit den Fußsäden ins Wasser gehen, so, weil der Arzt hat mir Sohlbäder verordnet und hat gesagt, ich soll mich vor Nässe schützen. Na, das kann man doch. Naja, also natürlich kann man es, aber es ist ja fad, so in der leeren Badewanne liegen und sich so abschrumpeln mit dem Staubsauger. Nein, ja nicht anzunehmen. Das ist doch nicht nötig. Sie können doch am Strand Sonnenbad nehmen, ohne ins Wasser zu gehen. Mach ich ja. Ich liege sehr oft am Donaustrand. Ja? Kritzen darf? Nein, das erlaubt meine Frau nicht. Sie ist eifersüchtig, ich darf nur an die alte Donau. Okay. Dort liege ich und kleben durch Plakate mit Besuch die blaue Adria und bewundert die Schönheiten des Meeres. Na, die Schönheit des Meeres liegt meist am Strand mit langen Beinen. Ne? Ja, ein Plakat, aber wenn man sie so in Natura sieht, so stoppen und haben sie. Sie stoppen sichtbar. Sichtbar, sichtbar. Und die Beine unserer Damen werden immer länger und länger. Goethe hat die Frau noch das kurzbeinige Geschlecht genannt. Was? Ein Plakatierer? Der Plakatierer. Hat er keine Ahnung gehabt, nicht? Jetzt, die Frauen sind im Wachstum, statistisch nachgewiesen, bereits 60% aller Frauen sind über 1,65. Was sind das? Ja. Es gibt sogar eine, die ist 2,20 Meter lang. Das muss die sein, die im Kino immer vor mir sitzt. Aber die ist jetzt gar nicht im Kino und hier kann sie gar nicht sein, weil sie eine Tschechin. Aber sie, ja, selbstverständlich, eine Tschechin. Was? Von wo? Von wo sie ist, will ich Ihnen sagen. Die ist von Stari Borislav, also Alt-Bunzlau hat es geheißen. Stari heißt alt. Ach, Sie können Tschechisch? Ich kann nicht Tschechisch, aber das hab ein paar Brocken habe ich aufgeschnappt von einer Dolmetscherin, die da war. Milada Maschkova. Das ist alles, dass Stari alt heißt, was Ihnen von der Bekanntschaft mit der Maschkova übrig geblieben ist? Apropos übrig geblieben, sagen Sie, was denn ist denn mit Ihrer Tochter? Wann wird die heiraten? Wird die nicht bald heiraten? Nein, sie will noch warten. Worauf? Bis einer kommt. Also wenn meine mit der Richtige kommt. Naja, Ihre Tochter ist viel zu intelligent dazu, um jemanden zu heiraten, der so blöd ist, sie zu nehmen. Ja, aber Sie haben es gar nicht notwendig. Was? Sie haben auch eine Tochter, die ist schon ziemlich starri. Also die starri ist schon ziemlich... Ich weiß einen Witz. Gets. Der ist neu. Nein. Soll ich ihn erzählen? Meinetwegen. Was ist der Unterschied zwischen einem Viertel Milch oder sagen wir... Ich erzähle mit Butter. Ja, mit einem Achtel, ich erzähle in kleiner. Ja, ja. Was ist der Unterschied zu einem Achtel Butter und einem 19-jährigen Mädchen? Weiß ich nicht. Die Butter wird ranzig, die 19-jährige wird 20. Das ist gut, ne? Und da war so eine Einladung, haben die Salzburger Väter so ein Fest gegeben. Also Väter? Ja, es ist gestanden, Einladung bei Papas. Es waren bei Mamas auch dort. Es waren sehr feine Leute dort, Industriekapitäne, Politiker waren dort. Ja, ja, der Altbundeskanzler. Der starre Bundeskanzler. Nicht starre Bundeskanzler. Das ist eigentlich so rübergefahren, aus Alt Aussee. Starre Aussee. Sie haben immer gesagt Starri. Ich habe gar nicht gewusst, wo Altbundeslau liegt. Da tun Sie jetzt Handschuhe nicht. Regierung war da, Handelsminister, der Starribacher. Na, da sehen Sie, jetzt fangen Sie selber Starribacher. Der
Dabei ist er gar nicht so. Dabei ist er nicht wahr. Stimmt nicht. Aber. Der heißt so. Aber geht aber. Das ist Ihre Schuld. Sie geben mir noch recht. Aber der Bacher ist gar nicht alt. Der Gertelbacher ist der alt. Der war dort mit Starizik. Waren Sie dort? Alle waren Sie dort, die Herren vom Orf. Sie sind selber ein Orf. Nee. Herr Staribacher, verstehen Sie mich denn nicht? Ich sage nicht Staribacher, sondern Staribacher, in einem. Einem war dort, dann war auch noch dort der Jeremias Use. Wer ist der Jeremias Use? Ein Verwandter von der Beate Use. Das ist ein Glied. Cousin. Und dann ist er außerdem ist er noch der Erfinder der Antibabypillen. Ja, der Erfinder der Antibabypillen. Aber ja, Entschuldigung, ich war nur ein paar Jahre bei ihm. Der ist er. Die neun Kinder sind dort herumgerannt. Das waren nicht seine Kinder, das waren Reklamationen. Das heißt, wieso sind Sie zu dem Use gekommen? Der Bezirk hat mich heraufgerufen. Er wollte Plakat nicht, dass ich plastieren soll für das Wald- und Wiesenfest von dem Altersheim, wo er der Sponsor ist, nicht? Er hat Ausdrücke. Was ist der von ihm? Er hat die Ägide über dieses. Seine Frau führt das. Wieso die Frau? Was ist das um die Ägide? Ägide, sie heißt doch nicht Ägide, die Frau. Use. Nein, er ist der Protektor von dem Altersheim. Stariheim. Nein, Stariheim. Ich habe so eine nicht gemacht. Ich bin gegen solche Wald- und Wiesenausflüge. Das habe ich vorhin hab ich mitgemacht. Nein. Gehen wir raus auf die Wiese, lagern uns, nicht? Schön Picknick und so. Auf einmal wimmelt es von Ameisen und Ohrschliefern. Was ist? Was wimmelt von Ameisen und Ohrschliefern. Ich verstehe nicht recht. Was ist los? Von was? Ohrschliefern. Was liefern die? Was liefern die? Schluss, bitte aus, ich gehe. Ich gehe, ich habe da noch hier zu kleben. Ich gehe hinaus zu meiner Frau. Sie auch? Wenn Sie mich mitnehmen.